Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich für euch meine speziellen leckeren Prosciutto-Röllchen. Viel Spaß beim Anschauen. Zuerst bereite ich eine rote Paprika vor. Ihr wird das Kerngehäuse entfernt, sie wird geputzt, geschält und anschließend in Streifen geschnitten. Dann schneide ich eine Avocado auf, entferne den Kern und schäle sie mit einem Löffel aus der Halbschale. Sie wird ebenfalls in Streifen geschnitten. Als nächstes breite ich den Prosciutto aus und lege einen Streifen Paprika, etwas Rucola, einen Streifen Avocado und etwas Ziegenfrischkäse am Ende drauf. Wer keinen Ziegenkäse mag, kann auch anderen Frischkäse oder Schafskäse zum Beispiel nehmen. Ich finde aber, mit Ziegenkäse schmeckt es am besten. Der Prosciutto wird jetzt vorsichtig eingerollt und im Anschluss die Rolle halbiert. Ich fixiere die Röllchen jetzt mit Zahnstochern. Pro Person plane ich ca. 10 halbe Röllchen ein. Dafür benötigt man 2 Packungen Prosciutto. Ein Backblech wird reichlich mit Öl benetzt. Die Röllchen vorsichtig auf das Backblech abgelegt und zum Überbacken noch etwas Mozzarella Cucina darüber verteilt. Zum Schluss gebe ich noch etwas Balsamico und Olivenöl drüber. Dann kommt alles bei 180 Grad Umluft für ca. 20 Minuten in den nicht vorgeheizten Backofen. Sobald die Röllchen fertig gebacken sind, nehme ich sie heraus und würze noch mit etwas Fleur de Sel und frisch gemahlenem buntem Pfeffer. Guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Im Abspann findet ihr noch den ein oder anderen interessanten Videolink. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.